Wie am Mittwochabend bekannt wurde, steht die Ampelregierung in der Bundesrepublik Deutschland vor dem Aus. Kanzler Olaf Scholz hat FDP-Finanzminister Christian Lindner entlassen und den Sozialdemokraten Jörg Kukies als seinen Nachfolger bestimmt. Nun soll Mitte Januar die Vertrauensfrage gestellt werden. Doch was sagen eigentlich die Pforzheimerinnen und Pforzheimer zu diesem Ampelchaos? Es ist gut, dass endlich mal eine Entscheidung getroffen wurde. Da wurde schon viel zu lange Kasperle-Theater gespielt. In jeder Firma und in jeder Familie, wenn irgendwo großes Chaos ist, irgendwann muss man sich zusammenraufen und dann versuchen, das Beste draus machen. Und es geht ja immerhin um Deutschland und nicht nur um kleinen Kreis. Es kann für mich sehr überraschen, gerade an dem Tag, an dem ja Trump in Amerika gewählt wurde, dass es da dann zu diesem Rauswurf kam, hat mich doch in dieser Plötzlichkeit überrascht. Viele eben haben jetzt auch Angst, wie es weitergeht. Ja, vielleicht ist das auch unberechtigt, keine Ahnung. Aber ich denke, wenn ich heute einen Beruf ausübe, ja, muss ich auch 100% bringen. Und unsere Politiker haben einfach kein 100% gebracht, sondern die waren permanent einfach miteinander rumstreiten. Ja? Und das funktioniert nicht. Wirtschaftssicherheit, Digitales, Schule, ja, Gesundheitswesen, alles Mögliche. Also einfach diese Dinge, die wir jeden Tag auch für uns selber brauchen. Ja? Das finde ich einfach wichtig. Die Ampel, die war schon immer etwas, wie soll ich sagen, zögerlich, hat man gemeint. Aber ich habe auch gedacht, es sind in dieser Regierungszeit so viele schlimme Dinge passiert, die auch schwer für die Regierung waren. Und dann zu dritt, das auch, also ich kann mich schon in den Kanzler Scholz reinversetzen, dass das für den Mann sehr schwer ist, das Richtige zu tun. Und er ist vorsichtig, deswegen äußert er sich auch wahrscheinlich nicht so oft und so deutlich. Aber gestern war er sehr deutlich. Ich denke, es sollte früher sein, dass jetzt, im Grunde schon jetzt, die Vertrauensfrage gestellt wird und dann geguckt wird, wann man dieses Jahr sogar noch Wahlen abhalten kann. Also ich denke richtig, nach Weihnachten. Mit der Vertrauensfrage, sondern das muss ja alles richtig koordiniert werden. Also von dem her sehe ich der Zeitpunkt, ab März, glaube ich, wollte Neuwahlen stattfinden, finde ich das in Ordnung. Finde ich das absolut in Ordnung, dass das so geht. Und nicht schon wieder sage, so jetzt, morgen muss die Vertrauensfrage gestellt werden. Das funktioniert ja auch nicht. Das ist ja auch rechtlich gar nicht machbar. Ich denke, man soll ihm noch die Chance lassen. Er wollte ja noch verschiedene Dinge regeln bis dahin. Vielleicht kommt dann die Erkenntnis, dass er vielleicht in vielen Sachen auch recht hatte. Also ich finde Januar schon, wenn schon, dann richtig, wenn schon sein muss. Und es sind viele Dinge. Wirtschaftssicherheit, Digitales, Schule, ja, Gesundheitswesen, alles Mögliche. Also einfach diese Dinge, die wir jeden Tag auch für uns selber brauchen. Ja, das finde ich einfach wichtig. Ich wünsche mir, dass nach diesen mehr als 3 Jahren Ampelstress oder 3 Jahren Ampelstress irgendwie ein wenig Ruhe einkehrt und die Konflikte eher intern besprochen werden und dann nach außen hin irgendwie eine Geschlossenheit demonstriert wird.